dich. Ich kann nicht einmal mehr atmen. Okay, verschwinde von da. Ihr Dämonen, seid verflucht. Jetzt habe ich die Chance, ich kann sie besiegen. Komm schon, Ami, zieh nur noch ein wenig mehr. Okay, dein Schwert. Hm? Na, weil er mal das Richtige getan hat, leuchtet es jetzt richtig. Kuton, es glüht silbern. Bei den großen Geistern der Luft, der Erde und der See. Ich war so blind. Ich hätte es wissen müssen. Endlich verstehe ich. Das heilige Schwert Kuton, Verteidiger von Kamui, konnte nicht erwachen, solange das Herz seines Trägers mit selbstsüchtigen Wünschen verdunkelt war. Darum konnte ich Kamui nicht mit diesem Schwert verteidigen. Nur diejenigen, die mir etwas bedeuten. Jetzt hör schon mit dieser Gefühlsduselei auf, okay. Du musst dich konzentrieren. Konzentrieren. Besieg diese Dämonen und du wirst dein Dorf Frieden bringen. Oh, Geister der Luft, der Erde und der See. Und das heilige Schwert Kuton. Verleiht mir die Macht, das Land von Kamui zu retten. Du sagst es. Ja, Zeit zum Schaden. Es scheint, dass sein, diese Dämonen zum Altar auf der anderen Seite geflohen, aber ich habe keine Idee, wie man da hinkommt. Dieser Schrein ist wie ein Labyrinth. Wir brauchen etwas, das uns den Weg weist. Shiranui, bist du 100 Jahre in die Zukunft gereist, um uns zu helfen? Ich weiß nicht, ob ihr beide eine göttliche Komödie oder eine göttliche Tragödie seid, aber Shiranui ist ziemlich schwer verletzt. Wir sollen uns lieber beeilen, Ami. Warte, erinnerst du dich, als dieser Wolf über die Dämonen herfiel? Hast du dieses seltsame grüne Stück gesehen, das von ihm abfiel? Vielleicht funktioniert dieser Schrein und die Dämonen auf ähnliche Weise. Wenn wir doch nur etwas hätten, das uns den Weg weist. Ja. Ich habe keine Ahnung, was wir hier gerade gefunden haben, aber es sieht sehr interessant aus. Aber Terasu, dieser Wolf hat nicht mehr lange zu leben. Ich schulde ihm mein Leben. Ich kann diesen Wolf nicht so sterben lassen. Keine Sorge, ich weiß, der Begleiter von diesem Wolf muss hier irgendwo sein. Du wirst ihn sofort erkennen. Er ist ein Kurupukel, genau wie ich. Hm, also hat dieser Wolf auch einen Kurupukel zum Begleiter. Und sieht auch sonst aus wie Amaterasu. Was geht hier vor sich? Sogar ihr Geruch ist der gleiche. Das ist eine lange Geschichte und jetzt ist nicht die Zeit dafür. Wir müssen diesen Dämonen erledigen. Du hast recht, wir müssen sie besiegen. Lass es uns diesmal gemeinsam machen. Oh, wir fahren runter. Wir nehmen den schnellen Weg nach unten. Yay! Tick-Tack. Hört hier, ihr beiden. Ich werde mit dem Wolf hier bleiben. Geht ihr vor. Was? Ich kann ihn nicht so alleine lassen. Was mit diesem Wolf passiert ist, alles meine Schuld gewesen. Okay. Keine Sorge. Ich habe nicht vor, euch alleine gegen diese Dämonen kämpfen zu lassen. Ich werde zu euch ausschießen, wenn ich den Rest von diesen Monstern besiegt habe und mich versichert habe, dass dieses Gebiet hier sicher ist. Kämpft nicht so lange alleine voran. Ach komm schon, runter, okay. Du bist wirklich nicht unbesiegbar. Ich meine, dein Plan läuft darauf hinaus, dass wir uns um dich Sorgen machen müssen. Aber wenn du darauf bestehst, werden wir dir dieses Gebiet überlassen. Wir gehen weiter dahin, wo diese Dämonen sind.
Pass auf den Wolf auf, okay? Das werde ich. Oh, Geister der Luft, der Erde und der See, gewährt uns, gewährt den beiden eure göttliche Macht. Jo. Noch ein goldenes Tor. Seit wann ist hier drin ein Save Point? Habe ich dir das vorhin übersehen gehabt? Ja, das will ich überschreiben. Ich speichere mal sicherheitshalber. Ah, so wie ich das sehe, haben wir hier 5. Da dürfen wir mal Artillerie spielen. Hm, klappt ja auch einigermaßen. Das war zu früh. Da muss ich noch etwas länger warten. Jetzt sollte das aber reichen. Ne, das war immer noch zu spät. Dann probieren wir es mal jetzt. Nope. Das war zu früh. Jetzt vielleicht. Ja. Es fehlt nur noch die Kanone da hinten. Au. Okay, wie kriegen wir die Kanone tot? Das frage ich mich gerade, weil ich habe hier nur die Kanonen und die habe ich jetzt alle benutzt. Hm. Au. Oh, sie ist kaputt. Gut. Ich bin jedoch wieder runtergefallen. Weil ich nicht aufgepasst habe, das... Uah. Sehr witzig. Wow. Da mache ich wieder einen Abflug. Hm. Ich mache das nicht mit Absicht, falls ihr euch wundert. Wow. Ich hab's geschafft.
Was soll ich jetzt mit dem? Okay. Habe ich wenigstens schnell down gekriegt. Also, was soll ich jetzt mit dem Stein? Mit der Kugel. Ich meine, ist nicht so, als ob ich sie da reinrollen könnte, oder? Naja, und hier drin würde sie mir absolut nichts bringen. Ernsthaft, was hat's mit der Kugel auf sich? Au. Da bin ich eingefroren. Nö, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mit dieser Kugel soll. Ah doch, ich habe eine Ahnung, was ich mit dieser Kugel soll. Wer das hier? Würde mir nicht viel bringen, nein. Okay. Nur so anschieben werde ich sie nicht können. Das heißt, ich bin mal wieder auf die Gnade meines Pinsels angewiesen, dass der mir richtigen Wind macht. Nein, nicht Feuer. Also ja, egal was ich mache, ich krieg den Wind nicht gescheit hin. Das reicht. Oh. Ach ja, wie drollig. Ich kann nur einzelne Räder einfrieren, hä? Oh, okay. Gut, ich muss warten, bis ich wieder Tinte habe. Das kann jetzt eine Minute dauern. Weil es hier ja absolut nichts mehr gibt, was ich killen könnte, um an Tinte zu kommen. Ich könnte einen Tintenstein benutzen. Hm. Nö, ich benutze erstmal einen M2S-Knochen. Ja, ich habe genau 200 Dämonenzähne gerade.
So. Das kann jetzt noch heiter werden. Ah ja. Oh, ich hab's doch geschafft. Tach. Ernsthaft? Hm. Also ich meine ernsthaft, dass hier ein Dämonenhändler ist. Eine Kutani-Töpferei und ein göttliches Amulett. Nicht schlecht. So, was hast du zu verkaufen? Wer ist denn da? Wie bist du denn hierher gekommen? Du bist auch nicht hergekommen, um uns arme Bewohner des Waku-Schreins anzugreifen, oder? Wenn doch, dann werde ich darauf reagieren müssen, einen Kampf um alle Kämpfe zu beenden. Und was ist das beste Weg, das zu klären? Natürlich ein paar Geschäfte zu machen. Einkaufen? Klar, immer. Hm. Heiliger Knochen L. Nö, eigentlich habe ich hier gerade keinen Drang, irgendwas zu kaufen. Auch wenn Tintensteine zum Beispiel ganz nett sind. Habe ich was zum Verkaufen? Ich könnte Exorzismus verkaufen. Die benutze ich so gut wie nie irgendwie. Ich verkaufe mal die S-Exorzismen. Die Saken behalte ich mal. Knochen habe ich auch noch mehr als genug. Was habe ich hier oben? Mehr von Münze, die will ich behalten. Nein, ich will noch verkaufen. Ich habe einen Streifenschnapper übrig, den du haben kannst. Zwei Kugelfische. Ja, und Schätze hätte ich auch noch. Zwei Glasperlen. Drei Libellenperlen. Ein Holzbär. Korallenfragment. Zwei Vasen. Räuchergefäße. Lackwarensets. Vier Bullenhörner. Nein, die verkaufe ich nicht. Aber Kristalle. Und Perlen jede Menge. Klunker, Klunker, Klunker. Kutani-Töpfereien. Porzellantöpfe. Geht's das Glas? Und ja, das war's auch schon. Sind wir fast wieder auf 500.000 hoch. Das heißt, wenn ich irgendwann ans Grinden gehe, für die ultimative Technik zum Dämonenzähnefarmen, dann, ja, habe ich schon mal ein gutes Stück voraus. So, ich speichere hier jetzt. Und ich würde sagen, bevor wir uns dann an Nechku und Nechku machen, da in der Kampfzone da hinten, wo Oki auch schon auf uns wartet, mache ich erstmal einen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis dann.